Shalom Aleichem, Boker Tov. Wir lernen in dem Sefer Musar Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo. Danke an Ruth, Yisher Koach, so sein zur Mitzwe. Heute lernen wir Erech Shoel Kainian. Fragt zu die Sache. Also eine von den Sachen in der Welt heißt Frage. Darf ich mal eine Frage stellen? Also es gibt Fragen, es gibt gute Fragen, theoretische Fragen, rhetorische Fragen, ärgerliche Fragen, verletzende Fragen. Aber es gibt keine dumme Frage. Frage ist Frage, die Frage ist, was ist neugierige Frage, frische Frage, unhöfliche Frage. Aber Frage ist etwas, wo der Mensch wissen will. Sagen unsere Weisen in Sprüche der Väter 2, nicht der schüchtert, der lernt und kommt weiter. Also, lo abayishan, lamed. Hast du verstanden? Ja, obwohl hat er nicht verstanden. Also der Mensch soll fragen, wenn er wissen will. Schon am Pesach, wenn man will, die Kinder animieren, motivieren, kitzeln. Sie sollen ein Teil vom Leben sein. Sie stellen vier Fragen. Mann, ich dann, sie stellen eine Frage. Normales Kind stellt die ganze Zeit Fragen. Wann kommen wir? Gut, das ist eine nervige Frage. Also gibt, Frage ist sehr wichtig. Aber muss man wissen, zu fragen zu die Sache. Muss man klug sein zu wissen, wie zu fragen. Sagen unsere Weisen in Zohar, dass einmal hat man bestraft einen Mensch im Himmel, in dem Gan Eden, dass er hat immer sein Rebbe Fragen gestellt im Publikum, um ihn zu blamieren. Also er wollte Fragen stellen im Publikum zu sehen, ob der Rabbi weiß oder weiß nicht. Es gibt so Leute, sie wollen so im Publikum zeigen, die sind kluger, schlauer, wissener. Und sie stellen ihre Rebbe in eine Versuchung. Manchmal der Rebbe weiß, manchmal weiß er nicht. Aber dafür ist eine Strafe. Und darum hat er im Himmel Strafe bekommen. Und deshalb muss man klug sein, nicht zu fragen immer dem Chacham, der Weiser, vor Publikum. Und insbesondere in eine Sache, die nicht gerade mit seinem Traktat, mit seiner Masseche zu tun. Es gibt eine Talmud-Geschichte, es war ein Rabbi und man wollte ihn blamieren. Und einer hat gesagt, komm, lass uns lernen Maseret Uktzin. Schwere, schwere Talmud-Stelle. Und wir werden ihm im Publikum zeigen, dass er ist nicht so ein guter Gelehrter. Einer von den Freunden ist gegangen zu der Rabbi und hat gesagt, lerne Uktzin gut. Also du musst lernen diese Maseret gut. Er hat das gelernt. Es ist gekommen dem Shiur. Nach dem Shiur, die beiden beginnen dem Rabbi zu fragen in Uktzin. Und er konnte antworten wie ein Weltchampion im Ping-Pong. Ting, 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 ting. Also alles hat er geantwortet, alles hat er gegeben. Danach ist er gegangen zu den zwei Leuten und hat gesagt, ich wusste nicht Uktzin. Aber jemand hat mir verraten, dass ihr wollt mich heute im Publikum fertig machen. Bitte, macht es nicht mehr. Es ist unnötig, es gibt niemanden, der alles weiß. Jeder Mensch weiß ein bisschen. Und das, was er weiß, ein bisschen, teilt er weiter. Also man kann nicht jetzt alles wissen. Deshalb nicht fragen auch der Weiser, wenn er ist müde oder gerade gekommen. Und andererseits, ein Mensch soll nicht schämen, müde sein, alles zu fragen bei seinem Rabbi, klein und groß, um erfolgreich zu sein. Die Frage ist, für was fragst du? Wenn du fragst, um zu wissen, dein Halacha, dein Weg, deine Benehmung, deine Verhaltung, wunderbar, stell die Frage. Aber wenn nicht, wenn du willst dem Rabbi, wie man sagt, eingreifen, das nicht. Und wenn der Rabbi hat, konnte nicht antworten, oder geantwortet, aber nicht so gut.
Soll er nicht machen, so im Publikum Gesicht. Also es gibt so Menschen, die machen so im Publikum, die sind unzufrieden von der Antwort. Sondern soll er das nehmen. Und insbesondere zwischen die Leute in die Balebatim, also die Leute, die ein bisschen mehr angesehen in die Tora Gelehrte, soll nicht einer sich groß werden in die Schande von seinem Freund. Es gibt so einen Charakter, der heißt Schadenfreude. Das ist so ein Gefühl von Menschen, die wollen in ihren Augen klug sein und sie freuen sich, dass der andere hat sich gefallen oder... Und das ist nicht gut. Und insbesondere nicht beginnen, einer dem anderen zu missachten, beleidigen, hassen, Wettbewerb, weil das bringt Chilul Hashem. Chilul Hashem bedeutet Gottes Blamage. Deshalb sie sollen reden, eine mit dem anderen, mit Nachat, Kavod, Derech Eretz. Und nicht tote Gespräche, wo jeder will beim Gespräch nur seine Meinung zeigen. Es gibt Gespräche, wo die Leute wollen nicht miteinander interaktiv reden. Jeder will zeigen, dass er ein größer Koch ist. Und deshalb, auch wenn man hat Machleukes, Meinungsverschiedenheit, und jeder bleibt in seinen Gedanken, gut. Insbesondere in Milei de Drosche. Es gibt manchmal Sachen in Torah, die sind so Drascha. Legende, Sage, allegorisch gemeint, metaphorisch gemeint, nicht genau so. Und es gibt Leute, sie beginnen da in diesen Erzählungen so ganz pinkelig zu sein. Ja, wo steht das geschrieben? Glaube ich nicht. Lass, das ist Agada, das ist ein Genre in Torah, die man das so erzählt. Bist du gekommen zu dem Shiur? Da ist die Shiur, so ist das. Und er muss natürlich, wenn der Rabbi sagt dir etwas, du musst nicht immer sagen Amen, Amen, Modim, Modim. Du kannst auch fragen, wenn du wissen willst, wo steht das geschrieben? Das ist legitim. Insbesondere in großem Publikum muss man klug sein, nicht zu beleidigen und zu schmerzen. Der Torah-Gelehrte, weil Torah-Gelehrte müssen in guten Positionen in den Augen von der neuen Generation sein. Also im Großen und Ganzen die Idee von Frag zu die Sache ist folgendes. Frag zu die Sache bedeutet ist, wer ist im Mittelpunkt? Ich will der Rebbe Kavod geben und ich will wissen, oder ich will dem Rabbi, dem Lehrer, dem Dozent klein machen und zeigen, dass ich bin groß. Das ist ein riesiger Unterschied. Was ist die Intention? Wenn der Mensch wissen will, er wird Fragen stellen, weil er ist neugierig. Und es ist wunderbar und soll er sich nicht schämen. Wer nicht fragt, der nicht weiß. Aber andererseits soll man nicht so provozierten Frage stellen, um sich so in den Mittelpunkt zu bringen. Das ist eine sehr gefährliche Sache und das ist, man sagt, Shela Lola Inyan, eine Frage, die nicht zu der Sache ist. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich gefragt, einen alten Mann, wie alt sind Sie? Sagte, das ist eine Frage, die stellt man nicht in Amerika. Also, da habe ich verstanden, muss man elegant sein und nicht jede Frage, die man hat, soll man gleich fragen. Schkoyach.